Ja, hallo Vespa-Fans. Heute haben wir eine Vespa BK50 Automatik im Angebot. Eine VA52T. Die ist eigentlich soweit recht gut erhalten. Und mal schauen hier, ob der Kasten aufgeht. Die hat keine Betriebserlaubnis. Aber ich habe schon mal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung geholt, die ist aktuell zum Erlangen einer Zweitschrift der Betriebserlaubnis. Das kann dann entsprechend eingereicht werden bei der Biagio GmbH und man bekommt eine Zweitschrift ausgestellt, eine neue Betriebserlaubnis. Ja, der Roller ist so recht gut erhalten, hat minimale Gebrauchsspuren, hier und da mal ein paar Kratzer, am schlimmsten ist es hier. Hier sind so ein paar Kratzer dran. Ansonsten ist er echt sehr gut erhalten, läuft und fährt, hat aber irgendein Problem mit dem Auspuff, der ist eben extrem laut. Also das Fahrzeug ist reparaturbedürftig. Da muss was dran gemacht werden hier. Sonst, wie gesagt, schöne, gut erhaltene BK50 Automatik. So, da wollen wir so mal starten. Hört sich an wie eine Rallye-Ape. Funktioniert aber soweit, die Elektrik alles. Das geht auch. Funktioniert, ne? So kann man jetzt nichts aussetzen. Passt. Bis eben auf der Auspuff, da muss halt was gemacht werden. Okay, dann wünsche ich was. Ich mache noch ein paar Bilder und dann schauen wir mal. Schnitt.
Ja, und wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und auch über ein Abo. Ne? Vielleicht ist auch mal irgendwann mal ein Roller mit dabei für euch. Vielleicht kommt auch mal wieder eine Primavera rein, eine 125er oder eine GS3, habe ich auch ab und zu mal im Angebot. Ja, ich wünsche euch was. Bis später mal. Danke. Tschüss. Schnitt.